Herzlich willkommen zum Live-Showdown hier am Sonntag in der Rallye Deutschland. Wir sind jetzt angekommen bei den letzten 10 Autos, die gleich hier live ihre letzten 2 Runden fahren werden. Und wieder mit dabei ist Farex. Ja, ich freue mich extrem, ist hier spannende Finale. Ja, für dich sieht es ja leider nicht so perfekt aus. Du bist derzeit ja auf dem 13. Platz. Hoffst du, dass da noch was passiert, dass du da bleibst, oder wie denkst du, dass es kommt? Weiß ich nicht. Wer für mich läuft, sieht man ja nicht so gut. Ich bin einfach jetzt gespannt auf die Top 10. Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt. Jetzt auch nochmal dein Tipp. Da sagst du, wer könnte es machen? Wer könnte den Sieg jetzt nach Hause fahren holen? Also ich würde es Lasinato auf jeden Fall gönnen, der es ja hier nochmal extrem aufgeholt hat, aber richtig Favoriten habe ich nicht. Okay, ja. Wir sehen auch hier die Top 10 jetzt dann gleich eingeblendet. Und da sehen wir auch, ganz interessant, es führt derzeit DDHD von den noch nicht Top 10 Fahrern. Shigeo Zweiter, Dritter Mogul. Aber natürlich, es kommen noch jetzt die Top 10. Aber was sagst du dir das Leistung? Ja, Didi hat hier eine super Runde erwischt und ich denke, dass wir auf jeden Fall noch weiter nach vorne kommen können. Ja, das sind wir euch alle gespannt, denken das alle, aber jetzt gehen wir dann gleich auch rein in den Live-Show mit dem ersten Duell. Gameplayer Müge und los geht's da auch gleich. Müge im 14er roten Auto und Gameplayer im 37er im braunen Auto. Und wir sehen hier, dass Müge in der ersten Runde gleich mal die Führung übernommen hat. Hat also hier den besseren Start erwischt. Die Frage ist, kann Gameplayer das noch irgendwie aufholen? Aber es sieht danach aus, als wäre Müge sehr stark unterwegs und der ist sehr stark unterwegs. Das heißt, Müge holt sich mal das Duell und mal schauen, wo er jetzt am Ende liegt. Ja, Müge hat eben einfach generell stärker gefahren. Gameplay hat irgendwie seine Lines nicht so wirklich gefunden. So gehen die Gameplay ist nur auf dem 9. Platz. Mucke hier auf dem 4. hinter Mogul. Ja, sehr, sehr stark. Und wir kommen auch gleich zum zweiten Duell jetzt zwischen Niki, Boss und Ente. Möge auf der 4, 9. jetzt Gameplayer. Was machen die beiden jetzt? Niki, Boss gegen Ente. Gleich geht's los hier im zweiten von den letzten 5 Shakedowns. Los geht's jetzt. Ente im 11er, Niki, Boss im 22er Auto. Und die Frage ist, wer ist jetzt hier wieder schneller? Das sieht derzeit gut für Ente aus, obwohl auch Niki, Boss sehr nah knapp dran ist. Also beide sehr gute Runden jetzt derzeit. Die Frage ist, wer kann es am Ende nach Hause holen? Ente hier leicht mit Problemen. Und somit holt sich Niki Boss das Duell. Ja, er hat hier in den letzten Sekunden hier gerade noch die wichtigen Meter klar gemacht. Wir sehen hier ja auch gerade auch in der Wiederholung, dass bei Ente er dann einen kleinen Fehler da hier gemacht hat. Und es hat ihn auf jeden Fall echt viel zu viel Zeit gekostet. Aber Niki Boss jetzt auf Platz 2, Ente deswegen nur auf 7, aber könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Wir sind jetzt hier gleich mal eingeblendet. Niki Boss mit einer guten Runde. Und da liegt jetzt auf einer zweiten Position, schiebt sich da weit vorne rein. Und die Frage ist, bleibt er dort oder nicht? Denn wir haben ja noch 6 Fahrzeuge, 3 Duelle. Und das nächste Duell jetzt zwischen Chan und Blatt. Chan im 78er Blau und das BCS Racing Auto. Und Blatt im roten Vierer Auto. Wir sind ja nochmal kurz die Wiederholung. Das war der Fehler von Ente hier. Kam er zu weit raus und verliert dadurch viel zu viel Zeit in der Kurve. Die Frage ist jetzt zwischen Chan und Blatt, wer holt sich da jetzt vielleicht die Führung und sie gehen rein. Blatt gegen Chan und Blatt fährt hier sehr stark im Anfang und auch Chan ist, glaube ich, sehr gut unterwegs. Die Frage ist, wer schneller? Blatt auf jeden Fall schneller derzeit, macht das sehr gut. Kann er die Führung jetzt auch beibehalten? Wir sind ja Onboard-Kamera bei Blatt, das sieht sehr gut aus, fährt auch gut durch die Kurve und Chan hat keine Chance gegen Blatt und das war eine krasse Runde. Ja, einfach unglaublich perfekt gefahren. Blatt eigentlich schon natürlich nicht schlecht. Man kann ja gegen perfekten Platten irgendwie nicht anhalten. Blatt übernimmt zumindest hier gerade den ersten Platz hier, die Führung. Schaden aber trotzdem auf Platz 5. Ja, Blatt übernimmt damit sogar die Führung und drängt DDHD hier vom Platz 1, aber auch Chan mit dem 5. Platz sehr zufrieden kann sein. Er ist auf jeden Fall auch in den Top 10. Das kann ihn keiner mehr nehmen, denn wir haben nur noch 4 Fahrzeuge. Aber Blatt übernimmt die Führung. Die Frage ist, kann einer der letzten 4 ihm die Führungsposition noch wegnehmen? Sedat gegen LB04 ist das nächste Duell jetzt, das vorletzte Duell. Sedat im grauen Auto und LB04 im gelb-grün, im M&M's Auto, im gelben, im 18er Auto und sie gehen auch rein hier. Die Frage ist, wer der beiden ist jetzt schneller? Sedat hier, wir sehen ja auch LB04 und beide kommen, glaube ich, ziemlich gleich gut durch die erste Runde. Weiß, können sie so halten? LB04 gegen Sedat und das sieht sehr nach einem engen Duell aus, aber ich glaube, Sedat hat hier leicht die Nase vorne. Ja, es ist sehr, sehr knappes Finish hier gerade am Ende. Reicht es für den ersten Platz? Ne, wir sehen es hier, Platz 3 und 4. Natürlich trotzdem extrem gut, aber Platt hält hier gerade noch seinen ersten Platz. Hält hier seinen ersten Platz. Es kommen nur noch 2.
Ghost und Lassinator. Kann einer der beiden noch den Platz hier von Platz streitig machen? Wir sehen die beiden hier. Ghost im linken Auto und Lassinator im violetten rechten Auto. Wir gehen rein ins Finale. Das letzte Duell zwischen Lassinator und Ghost. Und die Frage ist, kann einer der beiden es holen? Hier sehen wir Lassinator. Das sieht da nicht ganz so gut aus. Und Ghost hat auch mal den Vorsprung nach der ersten Runde. Kann er den jetzt über die Zeit bringen und kann auch gesamt führen? Weil Lassinator das sieht nicht so gut aus. Ghost auf jeden Fall vorne. Aber reicht das jetzt hier für die Gesamtführung? Farix, reicht es oder reicht es nicht? Ja, war sehr, sehr stark unterwegs. Die Frage ist, es reicht. Ich glaube allerdings nicht auf den ersten Blick. Aber wir sehen es ja gleich hier in der Wertung. Lasinator war ja eigentlich mein Favorit, war hier gerade aber leider nicht gut genug unterwegs. Ich weiß auch, welcher Platz sich hier für ihn dann jetzt noch ausgeht. Sehen wir gleich nach Wiederholung. Es reicht bei beiden nicht für den ersten Lasinator, nur auf dem 9. hier. Ghost ist auf dem 4. Dort natürlich sehr, sehr starke Leistung. Was natürlich aber heißt, ist, dass Platt hier der Sieger ist der heutigen Rallye. Platt gewinnt die Rallye Deutschland und ist nach Isegang der zweite Sieger. Ja, Isegang, den haben wir leider gar nicht gesehen, den Top 10. Der ist am Ende, glaube ich, ziemlich zurückgefallen. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, am Ende nur auf dem 20. Platz oder so ins Ziel gekommen. Aber das bedeutet, Platt gewinnt diese Rallye vor DDHD, der sich wieder ein Top 3 Finish holt und Dritter wird Zedat. Was eine Rallye! Und was ein geiles Event. Und Farx, ich freue mich wirklich auf die dritte Rallye dieses Jahr. Ja, die dritte wird mega, mindestens genauso spannend. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie wäre, könnte ich sie jetzt sagen. Ja, das ist noch ein Geheimnis, was sein wird. Aber ich glaube, auch Farx freut sich drauf. Und vielleicht sieht es dann noch besser aus für ihn. Vielleicht kommt auch er mal in die Top 10. Aber Glückwunsch an Platt und Glückwunsch an alle, die auch in die Top 10 gekommen sind. Und das Fall. war's hier von der Rallye Deutschland und ich bedanke mich für alle, die dabei waren an diesen drei Tagen und sage ciao. Ciao, ciao.